Basics des Metallbohrens auf den Punkt gebracht. Hey Handwerker, willkommen in der Tool Group, deinem Kanal für Tests, Tipps und Tools. Ich bin Volker und damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst, abonnier doch in jedem Fall unseren Kanal. Worum geht's heute? Es geht um Bohren in Metall. Hast du denn schon mal in Metall gebohrt? Da brauchst du auf jeden Fall weniger Umdrehungen, als wenn es ins Holz geht. Unser Tool Group Profi Mono Ister, die ist Metalldesignerin und sie zeigt euch jetzt, welche Tools ihr da am besten verwenden sollt. Und es gibt eine große Anzahl an Bohrern. Dann sagt ihr euch auch, mit welchem Bohrer das am leichtesten von der Hand geht. Und wenn ihr euch jetzt schon die ganze Zeit fragt, was macht denn mein kopfloser Buddy hier? 5 von euch da draußen macht der in jedem Fall glücklich, denn 5 von euch können so einen ziemlich oberlässigen, coolen Tool Group Hoodie gewinnen. Danke, Volker. Ja, wie bohrt man ein Loch im Metall? Wie finde ich den richtigen Bohrer? Welche Werkzeuge brauche ich? Alles erfährst du in diesem Video. Metall zu bohren kann ja eine knifflige Angelegenheit sein. Was man häufig sieht, zu hohe Drehzahlen, stumpfe oder sogar abgebrochene Bohrer und ganz schiefe Bohrungen. Aber mit den richtigen Techniken und Werkzeugen ist eine saubere Bohrung eigentlich gar kein Problem. Deswegen, in diesem Video zeige ich euch meine Tipps und Tricks, die euch dabei helfen werden, saubere Löcher in Metall zu bohren. Lasst uns gleich loslegen. Wir starten mit den Basics. Wie erkenne ich eigentlich einen Metallbohrer? Wir haben hier verschiedene Bohrersets. Hier vorne haben wir einen Holzbohrer. Das hier ist ein Stein- oder Betonbohrer. Und hier wird spannend, das ist unser Metallbohrer. Zuerst der Holzbohrer. Klassischerweise mit einer Spitze vorne und einer planen Fläche, also ohne Kegel. Dann der Steinbohrer mit einem leichten Kegel und Flügel und der Metallbohrer mit Kegel ohne Flügel. In normales Bohrfutter kann man Bohrer mit einem Durchmesser bis 13 mm einspannen. Brauchen wir ein größeres Loch, greift man zur Lochsäge. Ab einem Durchmesser von ja, so ca. 15 mm nutzt man solche Lochsägen. Diese Werkzeuge bestehen aus einem Hohlzylinder mit scharfen Zähnen an der Unterseite. Sie sind so konzipiert, dass sie sich durch Metall schneiden und dabei recht präzise Löcher hinterlassen. Außerdem gibt es Stufenbohrer. Stufenbohrer haben ja, wie es der Name schon verrät, verschiedene Stufen, die den gewünschten Durchmesser schneiden. Stufenbohrer sind ideal für die Blechbearbeitung. Für das Bohren von Rohren nutzt man dagegen in der Regel eher eine Lochsäge, weil ja der Stufenbohrer sonst auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel ein Rohr bohrt, ein Loch bohrt, und das wollen wir ja je nach Einzelfall verhindern, deswegen in so einem Fall dann doch lieber zur Lochsäge greifen. Und dann gibt es noch Kegelsenker, mit denen wir Bohrungen entgraten und auch senken können. Zur Not kann man natürlich auch einen Kegelsenker nutzen, um mit diesem das Material durchzubohren, wenn man jetzt zum Beispiel einen größeren Durchmesser erreichen möchte und nicht den passenden Bohrer hat. Ihr könnt euch denken, Bohrer gibt es natürlich in den unterschiedlichsten Qualitäten. Die wohl bekanntesten Bohrer sind HSS-Bohrer. HSS steht für High-Speed Steel oder zu Deutsch Hochleistungs-Schnellschnittstahl. Das ist also ein Werkzeugstahl. Ihr kennt ihn wahrscheinlich auch schon von euren Bohrern für Holz, da wird er auch ganz oft verwendet. HSS wird zur Herstellung von Werkzeugen auch deswegen so oft verwendet, weil er sich sehr gut schleifen lässt. Das ist natürlich super praktisch, wenn ich bei meinem Bohrer zum Beispiel einen Schleifbock schleifen möchte und wieder schärfen möchte, dann kann ich sie wieder verwenden. Wenn du jetzt auf der Suche nach den richtigen Bohrern bist, dann kann es sein, dass dir die Zusätze CO5 oder CO8 begegnen. Das bedeutet letztlich nur, dass der Werkzeugstahl HSS zusätzlich mit Kobalt legiert ist. CO5 bedeutet dann 5%iger Kobaltgehalt und CO8 8%iger Kobaltgehalt. Ihr könnt euch merken, je höher der Kobaltgehalt, desto härter ist der Werkzeugstahl. Denn durch den Kobaltgehalt wird die Wärmehärtebeständigkeit erhöht und du kannst somit schwer zerspannbare Werkzeugstoffe schneiden. Ich finde, für Baustahl, Aluminium und Messing reichen die Standardbohrer völlig aus. Der Zusatz von CO5 macht aber bei Bohrungen in Edelstahl durchaus Sinn. Und mit CO8 kommt man dann sogar, so sagen zumindest die Hersteller, durch Gusseisen durch. Unabhängig davon, für welche Bohrer du dich entscheidest, die richtige Technik ist entscheidend. Denn HSS-Bohrer verlieren an Festigkeit, wenn sie erhitzen. Sie werden dann stumpf oder können sogar abbrechen. Deswegen schauen wir uns jetzt an, wie du eine Bohrung vorbereitest, welche Werkzeuge du dafür brauchst, wie man vor allem, ganz wichtig, die richtige Drehzahl einstellt, welche Fehler du beim Bohren unbedingt vermeiden solltest
und zu guter Letzt, wie auch die Nachbereitung eines Bohrlochs funktioniert. Wir bohren natürlich nicht einfach drauf los, sondern bevor ihr mit dem Bohren beginnt, nehmt ihr euch so einen Körner, den haltet ihr genau an die markierte Stelle in eurem Stahl, haut mit dem Hammer einmal kräftig drauf und dann bekommt ihr eine kegelförmige Einkerbung. Die hilft euch dabei, dass der Bohrer schön zentriert ist. Ihr könnt das Ganze auch mit dem Nagel machen, aber so ein Körner ist nicht besonders teuer und die Investition wert. Das Thema Arbeitsschutz natürlich auch beim Bohren nicht zu vernachlässigen. Wer eine wallende Mähne wie ich hier hat, sollte sich natürlich die Haare zusammenbinden. Ganz wichtig, auch eine Schutzbrille aufsetzen, denn ihr wollt ja verhindern, dass der heiße Span nachher bei euch im Auge landet. Und Handschuhe sind auch nicht wirklich empfehlenswert, sagt man ja grundsätzlich bei allem, was sich dreht. Handschuhe kann ins Bohrfutter gezogen werden und dann verletzt ihr euch also lieber lassen. Bohren kann man natürlich mit den unterschiedlichsten Maschinen. Am einfachsten ist es mit einer Standbohrmaschine. Also alles, was geführt ist, macht natürlich auch eine saubere Bohrung. Übrigens, lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr keine Standbohrmaschine habt. Ich habe schon unzählige Bohrungen mit dem Akkuschrauber gemacht. Das geht wunderbar. An der Standbohrmaschine macht es natürlich ein bisschen mehr Spaß. Es geht schneller und die Bohrungen werden vor allem eins, nämlich gerade. Aber mit der richtigen Technik kriegen wir das auch mit unserem Akkuschrauber hin. Beim Akkuschrauber haben wir ja anders als bei der Standbohrmaschine viel weniger Einstellungsmöglichkeiten, was die Drehzahl angeht. Nicht unbedingt ist es empfehlenswert, immer eine Bohrfunktion zu nehmen. Das kann nämlich ein Kickback geben, also vielleicht lieber auf 10 oder 15 Newtonmeter stellen. Wenn ihr mit der Standbohrmaschine arbeitet, dann habt ihr natürlich viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Wenn ihr euch fragt, welche Drehzahl die richtige ist, ein Blick auf die Rückseite der Verpackung hilft euch. Kleiner Tipp noch zum Bohren mit Akkuschraubern. Ihr könnt die Drehzahl ja nicht wirklich einstellen, aber ihr könnt den Gashebel natürlich unterschiedlich stark drücken. Da könnt ihr mal ein bisschen mit rumspielen. Allgemein lässt sich sagen, je kleiner der Durchmesser des Bohrers, desto höher die Drehzahl und je größer der Durchmesser, desto langsamer bohren. Bevor wir jetzt mit der Bohrung starten, gibt es noch eine wichtige Sache, die wir auf jeden Fall nicht vergessen sollten, nämlich das Thema Kühlung. Metall kann sich nämlich beim Bohren schnell erhitzen, was, wie wir anfangs schon mal gesagt hatten, die Lebensdauer von eurem Bohrer natürlich verkürzt. Und wenn ihr nicht ständig neue Bohrer kaufen wollt, dann solltet ihr unbedingt ein Schneidöl oder irgendeine Form von Kühlmittel benutzen. Das erhöht dann die Lebensdauer von eurem Bohrer enorm und ihr müsst ständig zum Baumarkt rennen und einen neuen kaufen. Wir starten unsere Bohrung. Ich habe mir das Bohrloch hier schon gekörnt, sodass ich jetzt gleich ganz einfach mit dem Bohrer die richtige Stelle finde. Beim Körnen übrigens immer darauf achten, dass eure Körnung so groß ist wie die Schneide von eurem Bohrer hier vorne. Sonst bringt die Körnung natürlich nichts. Gegebenenfalls auch vorbohren, das hilft sowieso. Und ihr müsst natürlich nicht komplett durch das ganze Material bohren, das reicht mit dem kleinen Kegel auf das Material bohren. Wenn ihr jetzt mit dem Bohrvorgang startet, solltet ihr am Anfang langsam beginnen und den Bohrer auf einer eher niedrigeren Geschwindigkeit laufen lassen. So verhindert ihr nämlich den Abrutschen. Sobald der Bohrer dann eine kleine Vertiefung geschafft hat, könnt ihr wirklich die Geschwindigkeit erhöhen. Übrigens, der Span, der beim Bohren entsteht, verrät euch, ob ihr die richtige Drehzahl verwendet habt. Durch den Span wird der Hitze abgeführt, das heißt, wenn ihr bohrt und ihr seht kaum Span oder nur ganz, ganz wenig, dann wisst ihr, der Bohrer wird zu heiß und letztendlich wird der dann an Festigkeit verlieren und eure Schneiden können kaputt gehen. Das wollen wir natürlich verhindern, deswegen blende ich euch hier einmal an, wie es aussehen sollte. Also schöne Späne, da freuen wir uns drüber. Übrigens, wir haben ja eben gelernt, der Bohrer ist aus HSS, der verliert an Festigkeit, wenn er erhitzt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr die Fliegspäne zwischendurch mal bricht. Das ist ganz einfach, indem ihr einfach den Bohrer mal raus und reinzieht, dann seid ihr da meistens auf der sicheren Seite. Was beim Bohren mit dem Akkuschrauber leider oft passiert, das Bohrfutter dreht durch und dadurch bleibt der Bohrer stehen. Da gibt es aber einen kleinen Tipp, und zwar, wenn ihr mit dem Akkuschrauber bohrt, dann stellt nicht direkt die Bohrfunktion ein, sondern ja vielleicht so 13 bis 15 Newtonmeter. Kurz bevor ihr dann durch das ganze Material bohrt, erhöht ihr die Power und dreht vielleicht sogar zurück auf die Bohrfunktion. Dann kommt man meistens sehr geschmeidig durchs Material. Wenn ihr ein Blech bohren wollt, zum Beispiel für eine Kabeldurchführung oder ähnliches, empfiehlt sich so ein Stufenbohrer hier. Aber vorsichtig, dünne Bleche verformen sich schnell, daher am besten ein Stück Holz unterlegen, dann kann auch nichts passieren. Die Königsdisziplin beim Bohren, meiner Meinung nach, Rundrohre. Das Problem ist ja hier, dass der Bohrer schnell wegläuft, denn wir haben hier eine runde Oberfläche und damit auch eine sehr kleine Ansatzfläche für den Bohrer. Und besonders tricky wird es, wenn man jetzt hier mehrere Löcher in einer Reihe bohren möchte. Das sollte natürlich auf derselben Höhe passieren. Ja, und das ist wirklich eine große Herausforderung, gerade wenn man jetzt nicht gerade eine Standbohrmaschine zur Verfügung hat. Wichtig hier, gut körnen. Weil in einem Durchgangsloch bietet es sich auch an, das von beiden Seiten zu tun. Also von beiden Seiten anzeigen, von beiden Seiten körnen und auch von beiden Seiten bohren.
Und es hilft natürlich, das muss man ehrlicherweise sagen, enorm, wenn der Bohrer geführt wird, zum Beispiel durch eine Standbohrmaschine. Ganz interessant, beim Fräsen übrigens könnte man überhaupt nicht, da zentriert sich ja der Fräskopf automatisch. Das ist natürlich wichtig bei Präzisionsteilen. Da führt dann auch kein Weg am Fräser vorbei. Mit dem Akkuschrauber bin ich meistens nicht ganz so genau, kann aber auch schon sehr akkurat arbeiten, dass ihr das nur im Hinterkopf habt. Ein Tipp habe ich noch euch für das Thema Bohrreihen. Hier habe ich die Rohre verschweißt, also so gepunktet, dass die Rohre nicht mehr verrutschen können. Dann kann ich ganz einfach die Mitte anreißen und die richtige Position von beiden Seiten anzeigen. Glaubt mir, das spart sehr viel Frust. Und wenn ich dann fertig mit dem Bohren bin, breche ich einfach die Rohre wieder auseinander und habe ein wunderschönes Ergebnis. Zu guter Letzt wollen wir uns noch einmal die Nachbereitung ansehen. Das hier ist ja so ein sogenannter Kegelsenker. Man kann ihn verwenden zum Entgraten von Bohrungen, aber natürlich auch, um Schrauben zu senken. Das nennt man dann Profilsenken. Und damit kann man solche Senkkopfschrauben versenken. Gerade im Möbelbau ein echtes Must-Have. Ihr seht, mit der richtigen Technik und den richtigen Werkzeugen ist das Bohren im Metall wirklich kein Problem. Denkt aber daran, die richtige Ausrüstung zu verwenden, präzise zu markieren und zu zentrieren, langsam zu starten, immer den Bohrer zu kühlen und bei dünneren Metallplatten auf jeden Fall mit Holz zu unterstützen. Als Basic-Ausstattung empfehle ich euch auf jeden Fall einen Körner, ein guter Satz HSS-Stahlbohrer und einen Senker, damit kommt ihr dann aber auch in den meisten Fällen schon bestens zurecht und das ist auch keine wilde Investitionssumme. Ja, teilt unbedingt eure Erfahrungen, das würde mich wahnsinnig interessieren. Also wenn ihr Tipps zum Thema Bohren im Metall habt, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen, dann können wir voneinander lernen. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann nicht schüchtern sein, ich freue mich drüber. Ich gebe jetzt zurück an Volker und wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. Anna hat die Basics doch perfekt auf den Punkt gebracht, oder? Habt ihr denn noch Fragen? Gibt es noch irgendwas, was ihr wissen wollt zum Thema Metallbohren, Bohrer, Hoodie? Schreibt es auf jeden Fall hier unten in die Kommentare rein. Das wäre schon mal ganz cool. Und nun zu dem Freund. Wenn ihr einer von 5 Leuten sein wollt, die diesen Hoodie gewinnen, dann müsst ihr hier unten einen Kommentar reinschreiben, dieses Video liken und Abonnent von Toolgroup sein. Und ihr erhöht eure Chancen in jedem Fall um ein Vielfaches, wenn ihr beim gleichen Gewinnspiel auf Instagram und Facebook mitmacht. So, das war's von meiner Seite. Wir drücken beide Ärmel. Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal und join the group. Pew.